Hallo aus Kambodscha. Hallo aus Kompott und willkommen bei Thailand Lifestyle. Heute mit wichtigen Neuigkeiten. Kambodscha führt ab dem 1. Juli 2024 neue Einreiseregelungen ein. Das heißt, ihr braucht für die Einreise eine elektronische Einreisekarte bzw. einen QR-Code. Wie ihr den QR-Code vorher online beantragen könnt, zeigen wir euch in diesem Video, damit ihr stressfrei über die Grenze kommt. Viele von euch werden sich wahrscheinlich gewundert haben, warum in den letzten Wochen keine Videos von uns erschienen sind. Das hatte mehrere Gründe. Unsere letzten Videos waren ja unser Roadtrip mit unserem Motorrad aus Thailand nach Kambodscha. Da hat sich gezeigt, dass das Ganze doch nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt hatten, da unser Bike nur ein Visum für 30 Tage bekommen hat und wir es zurück nach Thailand bringen mussten. Auf unserer Rundreise hier in Kambodscha haben wir dann für uns entschieden, okay, wir wagen das Experiment Kambodscha. Ist Kambodscha vielleicht auch eine Alternative für Thailand? Fühlen wir uns hier wohl? Wie ist die Kultur? Wie ist das Leben? Und werden das in den nächsten Monaten hier ausprobieren. Nachdem wir bei unserer Motorradtour ja 4 Wochen Zeit hatten, uns mit dem Land vertraut zu machen und uns ein bisschen umzuschauen, hat es uns hier doch ganz gut gefallen und wir haben den Entschluss gefasst, dass wir mehr Zeit in Kambodscha verbringen wollen. Vor allem auch vor dem Hintergrund der in Thailand in diesem Jahr eingeführten Steuergesetze für Expats, für die, die es noch nicht gelesen haben. Thailand wird rückwirkend ab dem 01.01.2024 alle Expats, die sich mehr als 180 Tage im Land aufhalten, besteuern. Das heißt, wenn ihr länger da seid, braucht ihr eine thailändische Steuer-ID, ihr seid verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Das ist für Ausländer in der Regel recht schwer, da wir ja die Sprache weder lesen noch schreiben können. Das heißt, man wird wieder auf eine Tax Agency angewiesen sein, die die Steuererklärung für einen erledigen kann. Was wir so von anderen YouTubern oder aus der Presse erfahren haben bisher, werden die preislich so für eine Steuererklärung 30.000 bis 40.000 Baht verlangen. Wir haben auch keine große Lust auf diesen bürokratischen Wahnsinn, der sich da ja langsam abbildet, und haben uns entschlossen, wenn wir die Zeit in Kambodscha verbringen, das heißt, wir bleiben in Thailand unter 180 Tagen Aufenthalt, geht das Thema spurlos an uns vorbei. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, Kambodscha eine Chance zu geben und werden das Land jetzt auf Herz und Nieren testen, ob es als Alternative zu Thailand taugt. Wir haben also unser Motorrad zurück nach Thailand gebracht. Für die, die das Thema Einreise Kambodscha mit eigenem Fahrzeug interessiert, ich blende euch hier oben rechts nochmal die gesamte Videoreihe, also die Playlist, mit ein. Da könnt ihr sehen, wie es mit eigenem Fahrzeug geht und wie lange ihr bleiben dürft. Wir freuen uns jetzt erstmal auf die Zeit hier in Kambodscha, speziell in Kampot, und werden unsere Erfahrungen hier sammeln und diesbezüglich euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie unser Alltag aussieht, wo die Unterschiede sind, worauf man zu achten hat, wie die Kultur ist, wie die Menschen sind, was unsere Favorites sind. Also es wird mit Sicherheit spannend in den nächsten Monaten zu sehen, was wir in Kambodscha erleben. Das ist gleichzeitig auch der Grund für die lange Pause, in der keine Videos neu gekommen sind. Wir haben uns dazu entschlossen, hier nochmal herzukommen, haben das Motorrad zurückgebracht nach Thailand über die bekannte Route 48. Blenden wir euch hier auch nochmal mit ein. Die Rückfahrt war spannend. Wenn die Straße mal fertig sein sollte, vielleicht im nächsten Jahr, ist es super easy, von Trat aus nach Kampot zu fahren. Aber zurzeit raten wir davon eigentlich eher ab. Nach unserer Rückkehr haben wir uns hier ein kleines Häuschen gemietet.
mit zwei Zimmern und zwei Bädern, einer schönen Terrasse, wie ihr sehen könnt, auf der wir viel Zeit verbringen, haben ein Bankkonto eröffnet. Dazu machen wir natürlich auch noch ein Video. War super easy. Und wir sind mit einem Business Visa hier. Auch dazu werden wir euch noch ein Video machen, wo Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Visas sind. Und aktuell schauen wir uns also wirklich hier täglich um, gehen viel spazieren, lernen immer wieder neue Sachen kennen. Und wie gesagt, da werden wir in den weiteren Videos immer wieder drauf eingehen und werden euch Kampot auch ein bisschen näher bringen. Also Themen wie Krankenversicherung, Visa, auch die Unterschiede zu Thailand, werden wir euch da nochmal sukzessive vorstellen. Auch die Lebenshaltungskosten vor Ort. Wir lernen Kampot immer besser kennen, kennen uns immer besser aus und werden euch da auch den einen oder anderen schönen Spot zeigen können in den kommenden Videos. Aber jetzt erstmal zurück zum aktuellen Thema, und das war ja die elektronische Einreisekarte für Kambodscha ab 1.7. Wir machen jetzt für einen Bekannten, der uns morgen besuchen kommt, die Karte, filmen den ganzen Vorgang mal mit und dann seht ihr auch, was ihr zur Vorbereitung braucht und in welchen Schritten ihr die Karte online beantragen könnt. Gut, auf geht's! Im Hintergrund seht ihr den geöffneten Link von dem kambodschanischen Einwanderungsamt. Der Link dazu ist unten eingeblendet und in der Videobeschreibung hinterlegt. Auf der rechten Seite könnt ihr die Sprache auswählen. Deutsch ist nicht dabei, also greifen wir auf Englisch zurück. Nach dem Klick auf Submit Online öffnet sich ein Fenster und ihr habt die Wahl, ob ihr einen Account anlegen oder euch ohne Account registrieren wollt. In unserem Beispiel machen wir es ohne Account und gelangen zur nächsten Seite. Hier habt ihr die Auswahl kambodschanische Staatsbürger, ausländische Besucher oder ihr könnt den Status eurer Beantragung überprüfen. In unserem Fall wählen wir Foreign Visitor für ausländischer Besucher aus. Hier wird nochmal unterschieden zwischen Individualreisen oder Gruppenreisen. In unserem Beispiel individual. Auf der folgenden Seite könnt ihr eure persönlichen Informationen eingeben. Ihr beginnt mit der Passnummer. Und der Gültigkeit eures Reisepasses. Ganz wichtig, der Reisepass muss mindestens noch 6 Monate über das Einreisedatum gültig sein. Es folgen weitere Angaben wie Name, Vorname, Geschlecht und euer Geburtsdatum, sowie das Land, in dem ihr geboren seid und eure Nationalität. Es folgt noch die Frage nach eurem Beruf. Und ihr könnt bei den Kontaktinformationen eure Telefonnummer angeben. Optional wird auch WhatsApp, Line, Telegram und WeChat unterstützt. Ihr könnt für euer Profil noch ein Foto hochladen und weiter unten werdet ihr aufgefordert, ein Foto eures Passes hochzuladen. Ihr überprüft nochmal, ob alle Angaben vollständig sind und alle Uploads gespeichert sind und geht über den Button Next zur nächsten Seite. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer E-Visa on Arrival mitzubeantragen. Wenn ihr Ja anklickt, habt ihr eine Übersicht über die Auswahl der in Frage kommenden Visatypen. Klickt ihr auf Nein, verschwindet diese Auswahl. Wir arbeiten in unserem Beispiel mit
Nein, da es hier nur um die elektronische Einreisekarte geht. Nach dem Klick auf Next kommt ihr zur nächsten Seite und hier erfolgt zuerst ein Hinweis, dass wenn ihr auf die elektronische Visa-Beantragung verzichtet habt, ihr euch an der Grenze am Checkpoint an den Visa-on-Arrival-Schalter wenden könnt, um dort euer Visa zu bekommen. Wenn ihr den Hinweis mit OK bestätigt habt, geht es weiter mit Fragen zur Einreise. Auf der nächsten Seite müsst ihr eure Reisedauer angeben, euer Einreisedatum und das voraussichtliche Ausreisedatum. Bei der Einreise über Land erhaltet ihr in der Regel maximal ein Visa für 30 Tage. Ihr solltet also hier keinen längeren Zeitraum angeben. Dabei ist es egal, ob ihr mit Tourist, Retired oder Business Visa einreist. An der Grenze gibt es maximal 30 Tage, die ihr dann aber im Land relativ problemlos verlängern könnt. Weiter geht es mit Angaben zum Grund eurer Reise, dem Weg, über den ihr vorhabt einzureisen, ob Flugzeug, Land oder Schiff. Der Reisegrund sollte natürlich auch zum geplanten Visa passen. Und wenn ihr die Einreise über Land auswählt, wird auch gefragt, mit welchem Fahrzeug und eventuell von welcher Gesellschaft oder privat. In unserem Fall geben wir an Anreise mit Auto und mit einem privaten Fahrer. Sind alle Angaben komplett, geht es weiter und ihr solltet die Adresse in Kambodscha angeben. Kann Hotel sein oder die Anschrift, wenn ihr jemanden besucht, privat. Adresse von Hotels findet ihr im Zweifelsfall über Google oder Google Maps. Wenn die Angaben komplett sind, geht ihr auch hier über Next zur nächsten Seite. Und falls ihr noch kein Hotel oder Unterkunft habt, wir machen das auf unseren Reisen und Touren immer über Tripcom und haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Im nächsten Teil wird danach gefragt, von welcher City, Stadt oder Provinz aus ihr nach Kambodscha einreist und ihr das Land wieder verlassen wollt. Da wir in dem Pull-Down-Menü den Grenzübergang, den wir benutzt haben, oder den auch unser Freund benutzen will, nicht gefunden haben, haben wir hier Trat angegeben, wurde auch vom System so angenommen. Das heißt, es ist die nächste Stadt und wir vermuten, dass der Grenzübergang zur Stadt oder der Provinz gehört. Auf jeden Fall hat es mit der Eingabe geklappt. Es folgen Fragen nach eurem Gesundheitszustand bzw. nach chronischen Erkrankungen. Hier sollte natürlich im Idealfall nichts angekreuzt werden können. Und es wird danach gefragt, welche Länder ihr in den letzten 14 Tagen besucht habt. In unserem Fall war das Thailand und Kambodscha. Wir geben beide Länder an. Und damit ist die Seite auch komplett und es geht weiter zur nächsten Seite. Es folgt noch ein Zollfragebogen danach, ob ihr vorhabt, Alkohol, Zigaretten, Zigarren, Tabak oder Parfum einzuführen. Hier habt ihr auch die Freimengen, die ihr einführen dürft. Und nochmal der Hinweis, dass ihr Bargeld maximal in Höhe von 10.000 US-Dollar oder einer anderen Währung gleicher Wert einführen dürft. Es folgt noch die Frage, ob ihr sonst irgendwelche Güter zolltechnisch anzumelden habt. Und auch wenn ihr die mit Nein beantwortet, müsst ihr nochmal bestätigen, dass ihr alle Angaben korrekt gemacht habt und könnt zum nächsten Punkt weitergehen. Hier folgt nochmal die Einwilligung zur Datenverarbeitung, Speicherung etc.
Auch hier müsst ihr bestätigen, dass ihr alles gelesen und verstanden habt und dem Ganzen auch zustimmt. Das bestätigt ihr durch das Kreuz in der untersten Zeile und könnt dann über Submit oben rechts eure Anforderungen übermitteln. Et voilà, fertig ist der QR-Code, den ihr zur Einreise in Kambodscha ab 1.7. braucht. Ihr solltet euch den QR-Code ausdrucken oder auf dem Handy speichern, falls ihr an der Grenze kein Internet habt. Das war die Anleitung zum Erstellen des Einreise-QR-Codes. Wir hoffen, das war für eure nächste Reise nach Kambodscha hilfreich. Bei Fragen schreibt uns einfach in den Kommentaren. Wenn jemand Hilfe benötigt, in der Videobeschreibung ist unsere E-Mail hinterlegt. Weitere Informationen zum Thema Kambodscha, vielleicht eine Alternative zu Thailand in den nächsten Videos. Bis dahin, Nicole und Erik. Bye bye.